Hallo, ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie jetzt erst einmal das Programm aussieht. Und dazu möchte ich jetzt einfach anfangs das mal starten. Ja, Sie finden jetzt ein solches Applikationsfenster, dieses JFrame. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, erst einmal das Bild zu öffnen oder hier zwei andere Funktionen zu wählen. Was ich jetzt in diesem Video zeigen möchte, ist erstmal hier Open Picture. Open Picture bietet uns die Möglichkeit, einfach irgendein Bild zu wählen. Es hat auch noch ein paar Fehler, zum Beispiel, wenn man hier jetzt einfach nichts wählt, kriegen wir lauter Exceptions. Soll es nicht weiter interessieren an dieser Stelle hier, denn das habe ich jetzt hier einfach im Code selber hart gecodet. Das heißt, wir müssen jetzt nicht jedes Mal beim Starten oder Sie müssen jetzt nicht jedes Mal beim Starten hingehen und das selbst wählen, sondern ich habe es hier schon mal komfortabel unter Source und Data, also die Dateien für Ihr Projekt liegen dann hier runter und dort habe ich dann einfach mal diese BMP-Datei hier als Test genommen quasi. Also wir brauchen hier kein Bild zu wählen, sondern gehen direkt auf den RGB-Farbraum. Ja, okay, jetzt hat er das natürlich hier überschrieben, daher müssen wir jetzt kurz mal das Programm neu starten. Und jetzt sollte auch die Datei drin sein. Und genau so ist es. Also, wir sehen hier unser Testbild. Rot, grün, blau und hier noch ein Schwarzton. Und wir sehen, er liest hier ziemlich korrekt das aus. Rot links, mittig grün, blau ganz rechts. Und hier jeweils weiß natürlich, weil hier im Original die Farbe weiß natürlich dementsprechend alle Farbkanäle beinhaltet. Das also zum RGB hier in der Anzeige. Und jetzt zum Aufbau meines Programms hier. Also, wir haben jetzt erstmal hier einen Testdriver. Hier sagen wir jetzt einfach, wir wollen eine neue Sicht haben. Diese Sicht setzen wir erstmal auf Sichtbar, damit wir überhaupt etwas sehen. Jetzt geht es weiter in diese View. Ja, in dieser View haben wir jetzt die ganzen Action Listener und Action Events, dass wir zum Beispiel auf das Klicken der Menübar, also ganz oben, drauf eingehen können. Ja, was haben wir hier generell? Wir haben erstmal drei Items, wie wir schon gesehen haben. Open Picture, Red Finder, was wir im nächsten Video uns anschauen werden und den RGB-Farbraum. Diese fügen wir jetzt einfach zum Menü hinzu. Das erfolgt dann hier. Hier erfolgt einfach, damit der Click-Listener darauf eingeht. Das sorgt dafür, dass wir einen Shortcut hinzufügen. Für jetzt unser Item 1 zum Beispiel. Auch nicht weiter von Relevanz hier. Was haben wir noch? Wir haben hier die Größe gesetzt, wo es am Bildschirm angezeigt werden soll und natürlich die File selber. Dann gehen wir weiter hier mal in die Action Performed. In der Action Performed fragen wir dann quasi ab, auf welches Element geklickt wurde. Das heißt, wir holen uns einfach das Argument 0, also unser Action Event, wollen das GetSource haben. GetSource liefert uns dann zurück, auf welches Item geklickt wurde. Daher können wir das hier einfach dann vergleichen und kriegen dementsprechend den richtigen Klick heraus. Hier wird nichts weiter gemacht, als dass unser File-Chooser hier angezeigt wird und hier noch ein paar Spezifikationen, was voreingestellt werden soll. Also wir haben jetzt einfach gesagt, JPEG und BMP soll er wählen können. Können wir ja alles mit Jimmy machen. Alles kein Problem. Und was wir hier machen, ist dann einfach entweder die Rot-Detection auf wahr oder auf falsch setzen. Das ist eine ganz simple Methode. Ja, und diese View-Komponent soll dann hier unser Model sein. Und dann hier unten sehen wir Set Image. Wir setzen also beim Model das File. So, jetzt schauen wir mal oben. Also gehen wir ins Model hinein und schauen uns an, was dort getan wird. Auch sehr einfach beim Setzen des Image, wie gesagt, hier unser Jimmy, damit wir auch BMP-Bilder nutzen können. Dann überprüfen wir, ob hier das Image leer ist. Repaint. Und was unsere eigentliche Methode ist, unsere Hauptmethode, das ist die hier oben. Unser Paint Component. Da übergeben wir einfach die Grafik, damit wir mit dieser dann quasi zeichnen können. Und jetzt zum eigentlichen Code. Also wir legen erstmal das ganz normale Bild an, was wir oben rechts gesehen haben. Setze hier Abstände, die habe ich jetzt einfach mal hier auf Final gesetzt. Man kann auch anhand der Größe des Bildes die noch abhängig machen. Also wenn Sie jetzt ein zu großes Bild natürlich ausprobieren, dann stimmt das vom Verhältnis der Größe nicht mehr hundertprozentig. Daher würde ich empfehlen, ein entsprechend kleines Bild zu nehmen und es damit zu testen. Und gehen wir jetzt einfach weiter. Wir haben jetzt hier Float und Int. Warum unterscheiden wir hier Float und Int? Ganz einfach.
Die Red Detection ist im HSB-Farbraum. Was der HSB-Farbraum ist, habe ich schon mal in meinem anderen Video gezeigt. Aber im nächsten Video nochmal kurze Einführung dazu. Und RGB-Farbraum, da haben wir halt unsere 0 bis 255. Hätten wir jetzt auch ein kleineres wählen können. Ich glaube, Byte hätte auch, glaube ich, noch gereicht. Aber wir haben ja genug Speicher hier. So, was uns jetzt interessiert, ist unsere RGB-Detection. Wir sagen einfach, wir möchten ein dreidimensionales Array haben, wie hier oben unschwer zu erkennen ist. Wir wollen jeweils drei Elemente in einem Behälter haben. Und zwar für unseren RGB-Wert, rot, grün, blau. Danach kommen wir in unsere Vorschleife. Hier haben wir ja unser Boolean oben gesetzt. Also ob wir jetzt die Red Detection haben wollen, ja, nein. In unserem Beispiel, also wo wir RGB betrachten wollen, haben wir das natürlich gegeben. Also rutschen wir hier in diesen L-Zweig automatisch RGB, also Red, Green, Blue, habe ich hier jetzt einfach auch Final gesetzt. Steht erstmal für 0, 1, 2, weil wir ja bei 0 anfangen in einem Array. Ist also auch ziemlich simpel, denke ich mal. Und auch hier rutschen wir dann wieder automatisch unseren L-Zweig. Was passiert hier? Wir sollen erstmal anzeigen Red, Green, Blue, also das, was erst einmal da stand und wo dann das Bild darunter steht. Können Sie auch nochmal in Ruhe anschauen. Und hier dann unsere Methoden, die uns erst einmal ermöglichen, einen genauen Pixel zu zeichnen. Dem Pixel übergeben wir, welche Farbe er haben soll. Ja, nun ist es so, man hätte es auch anders lösen können. Man hätte zum Beispiel einen Strich setzen können, 1 mal 1, aber Rect ist hier als Quadrat eigentlich besser zu verwenden und auch ziemlich einfach. Daher habe ich das an dieser Stelle genutzt und das hier unten interessiert uns noch nicht, erst im nächsten Video. Was passiert hier? Hier wird einfach festgelegt, wo das Bild angezeigt wird. Also wenn wir gerade noch beim Rotbild sind, dann soll er bitte oben zeichnen, oben links. Und dementsprechend hier dann unser Show-Pixel-Aufruf. Ja, und wo wird jetzt dieses Show-RGB aufrufen? Natürlich hier oben in der ganzen Vorschleife. Das heißt, er geht hier wirklich Pixel für Pixel durch. Man muss darauf achten, dass man zuerst die Weite nimmt und dann die Höhe, weil ansonsten kriegt man diverse Probleme. Und das hier zum Model. Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, wie interpretiert das Programm, ob sich an der Stelle jetzt eine entsprechende Farbe befindet. Das machen wir hier im Color Filter. Color Filter bekommt erstmal den Pfad des Bildes und legt dann nochmal ein Buffered Image an. Mit diesem Buffered Image kann man dann diverse Operationen machen. Zunächst einmal setzen wir hier die Höhe und die Weite anhand unseres Bildes und jetzt geht's los. Wir haben hier RGB, soll gefiltert werden. Wir legen hier zunächst wieder ein Hilfs-Array an, ein dreidimensionales, wie wir es auch schon hier im Model gesehen haben. Und jetzt gehen wir Pixel für Pixel wirklich durch und schreiben immer in das nullte Rot rein, in das erste Grün, in das zweite dementsprechend Blau. Also das ist hier unsere Hilfsklasse, die uns dann unser ganzes Bild Pixel für Pixel analysiert. Hier dann oben übergibt. Das war an dieser Stelle. Wir haben hier ja Filter RGB aufgerufen. Hier steht also in RGB Detection unser komplettes dreidimensionales Array drin mit den einzelnen aufgesplitteten RGB-Werten. Diese übergeben wir dann hier unten an unsere Show RGB. Hier wieder Colors und hier dann an dieser Stelle die aktuelle Farbe. Weil, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man gerade die Rotfindung machen möchte, dann muss man zwar nach dem Rotwert Ausschau halten, jedoch muss man die anderen Werte natürlich auch auf den dementsprechenden Rotwert setzen, um entsprechend den Grauton dort auszulesen. Am besten schauen Sie dazu nochmal in meine Tutorial-Sammlung über Grafiken auch zu finden auf meiner Homepage. Also wie gesagt, hier wird unten eine Farbe gebildet aus dem dementsprechenden Color-Modi, was aktiv ist derzeit. Also entweder rot, grün oder blau. Ich denke mal, wenn Sie sich das nochmal hier ein bisschen vor Augen führen, wird das auch nochmal deutlich, was hier denn passiert. Ich kann nur nochmal sagen, Show Pixel bekommt einfach nur in den Graphics, also sorgt dafür, dass man hier was zeichnen kann. X und Y-Werte, wo das Pixel gezeichnet wird und mit welcher Farbe. R, G und B. Jeweils mit Werten 0 bis 255. Und diese sind natürlich identisch, weil hier int natürlich nur ein Container für alle. Daher wird hier ein entsprechender Grauwert immer angezeigt. Und man kann sich so vorstellen, wenn überall hier 0 steht, ist das Bild beziehungsweise der entsprechende Pixel, der hier gesetzt wird, schwarz. Wenn alle 255 sind,
ist der Pixel weiß. Daher spricht man hier auch von Grautönen, weil eigentlich ja in der Mitte alles liegt von 0 und 255 und dort spricht man dann einfach von Grau. Ja, ich hoffe, dass hier das klar geworden ist, wie man jetzt wirklich solche einfache RGB-Aufsplittung hier realisieren kann. Ist ziemlich einfach und ein guter Anfang hier mal auch mit externen Bibliotheken ein bisschen sich auszuprobieren. Und ich würde sagen, so viel dann hier zum RGB-Farbraum und der Anzeige in Java. Okay.